Kreuzen in der blauen Ecke. Repräsentiert Next Level MMA. Ihr Debüt gab sie bei GMC 17. Ihre Bilanz: 2 Siege, keine Niederlage. Meine Damen und Herren, hier ist sie, Anna Isabella Hüü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 
Diese langen Hände, die werden der Lister hier zum... Oh, Verhängnis! Ob das hier Schlagwirkung war, weiß ich nicht, aber die Rechte hat gesessen, da wackelt der Lister. Eine Minute noch in der letzten Runde. Das ist die Linke. Wild entschlossen. Das ist ihr Money Shot, das ist ihre Geheimwaffe. Also die sollte Hübsch nicht allzu oft kassieren. Aber auch Hübsch ist wirklich sehr, sehr gut in der Offensive. Ist da brandgefährlich zu jeder Zeit. Lässt hier der Lister aber immer wieder an sich rankommen. Das hat sie am Anfang nicht getan. Da hat sie die ein bisschen besser auf Distanz gehalten. Also Lister scheint hier so langsam ihren Rhythmus ein bisschen zu finden. Sucht jetzt hier aktiv den Clinch. Man muss auf jeden Fall sagen, dass beide Frauen hier schon bewiesen haben, dass sie ein gutes Kinn besitzen. Denn beide haben hier schon wirklich ordentliche Schläge eingesteckt. Bei Dalista war es vor allen Dingen die linke, die sie ausgeteilt hat. Und bei Hübsch diese geraden. Ja, und diese Clinch-Situation hier sehr, sehr anstrengend für beide Kämpferinnen. Kostet viel Kraft, aber für Dalista eben der Vorteil, sie kann zumindest geistig mal kurz runterfahren, weil sie im Stand nicht die ganze Zeit aufpassen muss, dass da ihr die langen Hände um die Ohren geflogen kommen. Also, das war eine deutliche erste Runde für Anna Isabella Hübsch. Ich glaube, das können wir mit Fug und Recht behaupten. Hier sehen wir nochmal diese Highlights. Ja, da waren die beiden Kicks zur selben Zeit und dann sehen wir hier nach dem Kick direkt die Rechte hinterhergeschoben. Das hat sie mehrfach gemacht, Hübsch. Und hier auch abgekontert mit den Geraden, immer wieder Hübsch. Nach dem Kick direkt eine Gerade und hatte hier wirklich ein paar gute Serien. Hier sehen wir es, da waren diese 6, 7 Treffer in Folge. Und einige davon haben Dalista ganz ordentlich durchgeschüttelt. Sie muss jetzt hier mit einer neuen Taktik aufwarten in der zweiten Runde. Ja, interessant wird jetzt auch zu sehen sein, wie Hübsch hier aus der Pause kommt. Die hat zwar eine gute erste Runde eingefahren, ist aber bisher noch nie in eine zweite Runde gegangen. Und so eine Pause, die ist auch immer eine Zäsur. Natürlich kann man da durchatmen und kann einen Schluck trinken und bekommt nochmal Rad in der Ecke, aber... Es ist auch schon häufig passiert, dass bei Kämpfern dann der Adrenalin-Level ein bisschen abgesunken ist, man plötzlich registriert hat, wo bin ich hier überhaupt, dass man aus dem Rhythmus wieder rauskommt. Wollen wir mal hoffen, dass das hier bei Anna Isabella Hübsch nicht der Fall sein wird. Bislang scheint sie da weiterzumachen, wo sie in Runde 1 aufgehört hat, nämlich in der Käfigmitte mit langen Händen, mit langen Kicks. Dalista fängt auch da an, wo sie aufgehört hat, nämlich mit der linken. Das ist ihre große Waffe, ihr großer Go-To-Move. Problem dabei ist, wenn der Gegner das natürlich irgendwann versteht und auch versteht, dem Ganzen auszuweichen, dann bleibt da nicht mehr viel. Schauen wir mal, ob Dalista dann noch was hat, was sie auspacken kann. Weil da legt sie dann schon alles rein in diese linke Overhand. Natürlich eine großartige Waffe, vor allen Dingen gegen eine größere Gegnerin. Oh, schöner Kick, aber gut gekontert von Dalista. Trotzdem, den hat sie gemerkt. Den würde ich mir jetzt noch ein paar Mal wünschen. Aber Hübsch muss aufpassen, dass sie nicht immer wieder diese Linke nimmt. Dalista jetzt hier im Rückwärtsgang. Wird da aber festgemacht am Käfig von Hübsch. Die, und das dürfen wir nicht vergessen, immer noch die Karte ausspielen kann des Bodenkampfes. Also sie dominiert den Kampf hier im Stand, aber sie ist eine brandgefährliche Kämpferin am Boden. Und das haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht sehen wir es jetzt gleich. Wurfansatz hier. Von Dalista. Spannend zu sehen, dass Hübsch stehen bleibt. Also, dass ihr das gelingt, den Takedown zu verteidigen. Von der Judo, vom Judo-Schwarzgurt Dalista. Und dass sie das auch noch gar nicht antizipiert hat. Also, dass sie hier sagt, nein, nein, ich fühle mich hier im Stand so wohl. Ich möchte gerne hier weiterkämpfen. Oh, schöner Ellbogen. Also, wenn es eine dominante Instanz gibt hier, dann ist das für Dalista der Clinch. Da muss sie mehr Zeit verbringen, denn im Standkampf, da sieht sie nicht so gut aus. In Runde 1 sah sie auch im Clinch nicht besonders gut aus, aber mittlerweile scheint sie da ein bisschen aufzuholen. Hat da ein paar schöne Treffer jetzt landen können. Mal die kurze Linke, mal den Ellbogen jetzt. Also da läuft sie zumindest nicht Gefahr, diese langen Hände abzubekommen von der Frankfurterin. Verzeihung, der Hanauerin. Sie selbst trainiert ja in Frankfurt. Also maßen ein Hessen-Derby hier, wenn man so will.
Oh, schönes Knie, schön gestoppt. Die nach vorn drängende Dalista auflaufen lassen. Trotzdem auf das spitze Knie. Hübsch jetzt hier langsamer geworden. Kann sich das nicht leisten. Muss hier weiter den Fuß auf dem Gaspedal lassen. Sonst baut sie ihre Gegnerin auf. Ja, es ist eben was anderes, einen Kampf in der ersten Runde schnell zu beenden oder hier 15 Minuten lang durchzuziehen. Das erfordert nicht nur eine Menge Kondition, sondern auch eine Menge mentale Stärke. Da muss die ganze Zeit ja konzentriert bleiben, hochkonzentriert. Ja, und wenn ich meinen Gegner mehrfach getroffen habe mit dem besten Schlag, den ich so habe, und der kippt einfach nicht um, dann macht das natürlich auch was mit der Psyche. Trotzdem hübsch. Für mich technisch sieht sie hier großartig aus. Ja, aber diese zweite Runde durchaus ausgeglichener als noch der erste Durchgang, Andreas. Und wir sehen da einen kleinen Kratzer neben dem rechten Auge von einer Isabella Hübsch. Ein bisschen Blut, das ist nichts allzu Wildes. Aber es zeigt, dass die Linke von Katharina Dalista doch ihr Ziel immer mal wieder gefunden hat in diesem Durchgang. Und jetzt sehr viel weniger Kombinationen von Hübsch, eher mehr Einzelaktionen. Da wird sie auch wieder mit der Linken getroffen. Ja, die Distanz stimmt auch nicht mehr. Sie steht nicht mehr lang draußen, sondern lässt Dalista immer wieder an sich herankommen. Da kann die natürlich ihre Stärken ausspielen. High-Kick-Versuch von der kleineren Kämpferin hier. Das war nochmal ein Weckruf für Anna Isabella Hübsch. Und hoffen wir, dass sie den gehört hat, denn langsam aber sicher entgleitet ihr dieser Kampf. Die letzte Minute hier in der zweiten Runde läuft. Und ich würde mit vielleicht etwas Wohlwollen diese zweite Runde bislang nach Frankfurt geben. Also an Katharina Dalista aus dem Frankfurter MMA Spirit, die hier auf dem besten Wege ist, das Ruder rumzureißen in diesem Kampf, nachdem sie in der ersten Runde zurücklag. Jetzt hier immer mehr aufholt, während Hübsch auf der anderen Seite abzubauen scheint. Also die dritte Runde könnte hier durchaus die alles Entscheidende sein. Das ist natürlich was, was ich sehr gerne sehe, wenn wir die dritte Runde als Zünglein an der Waage haben, wo sich dann ein eindeutiger Sieger herauskristallisiert. Nochmal Takedown-Versuch von Hübsch, landet aber selber auf dem Rücken. Da hat sie die Rechnung ohne den Judo-Schwarzgurt gemacht. Ja, und ich sag mal, dieser Takedown in der letzten Sekunde, der könnte Katharina Dalista durchaus diese zweite Runde gesichert haben. So wie du es gesagt hast, Andreas, dann steht es jetzt hier 1:1. Und dann wird das nochmal richtig spannend jetzt hier im dritten Durchgang. Hier sehen wir eine der wenigen Kombinationen von Hübsch in der zweiten Runde. Die hat auch gut für sie funktioniert. Da war Dalista schon auf ihrem Fahrrad unterwegs. Aber immer wieder eben auch diese Linke eingeschlagen. Von der Frau aus dem MMA Spirit. Sie hat es sehr, sehr häufig probiert. Ab und an auch mal getroffen. Und hier diese letzte Situation. Gut gedreht. Gut verlagert das Gewicht hier von Dalista, die dann oben landet. Und natürlich kann sie da jetzt keinen Schaden mehr machen. Eine Sekunde vor Schluss. Aber es sah zumindest noch mal dominant aus. Und wenn die Punktrichter sagen, oh, das war ein knappes Ding, dann könnte das durchaus dieser letzte Funke sein, der sie eben dazu bewegt, eine 10 zu notieren bei Dalista und eine 9 bei Hübsch. Und damit hätten wir jetzt hier einen Gleichstand. Ja, für alle, die zum ersten Mal heute zuschauen, hier wird natürlich gewertet nach Punkten. Nach einem Punktesystem, das 10-Punkte-Muss-System, das man auch aus den Boxen kennt. Der Gewinner einer Runde oder die Gewinnerin in diesem Fall erhält 10 Punkte. Die Verliererin 9 oder weniger, je nachdem, wie dominant diese Runde von der Gegnerin gewonnen wurde. Und wir dürften jetzt, wenn das hier alles mit rechten Dingen zugeht, auf beiden Seiten jeweils eine 10:9 Runde haben. Also es kann auch durchaus mit rechten Dingen zugehen und es ist anders, weil wir natürlich nicht die Punktrichter sind. Punktrichter sehen den Kampf anders als wir und wir kommentieren ja zwischendurch noch. Das heißt, wir sind auch noch auf andere Dinge konzentriert. Auf die Ringgirls zum Beispiel. Ja, das sprichst du bitte für dich, lieber Marc Bergmann. Ich für meinen Teil konzentriere mich auf die Girls, die hier die Action produzieren. Und ja, die habe ich natürlich gemeint. Und da wir haben jetzt hier Katharina Dalista gesehen, wieder im Clinch. Sah da sehr, sehr gut aus. Und von Anna Isabella kam jetzt noch nicht so viel in dieser dritten Runde. Wir sehen sie hier im Rückwärtsgang. Wir sehen Dalista, wie sie nach vorn drückt, wie sie stürmt. Sie scheint hier das stärkere Nervenkostüm zu haben von beiden Kämpfern.
hat natürlich auch das erfahrene Team in ihrer Ecke. Die werden ihr gesagt haben, jetzt geht es um alles. Wenn du diese Runde nicht gewinnst, dann darfst du dir keine Hoffnung machen auf den Sieg. Ich staune, dass wir nach wie vor keinen Wurfversuch, keinen Takedown-Versuch von Hübsch gesehen haben. Die trainiert bei BJJ Schwarzkurt Francesco Fonte. Sie ist hervorragend am Boden und hat noch nicht ein einziges Mal versucht, diese Stärke zu nutzen, diese Stärke auszuspielen. Am Anfang wusste sie das nicht. Da sah sie gut aus im Stand, aber jetzt baut sie hier immer mehr ab. Warum gibt es da nicht den Takedown-Versuch? Schöne Rechte nochmal durchgebracht jetzt hier, aber Treffer auf beiden Seiten. Und immer dann, wenn Hübsch nachsetzt, die Kombination einfach noch ein bisschen verlängert um zwei, drei Schläge oder Tritte, dann trifft sie auch. Wenn sie nur eins, zwei Mal schlägt, dann geht das meistens auf die Deckung. Aber dafür braucht man natürlich auch Energie. Wie viel davon hat sie noch? Ja, die Runde ist noch lang, 2:45 noch zu kämpfen. Ist alles noch offen hier, beide Kämpferinnen haben wir ganz gut getroffen bisher in diesem dritten und letzten Durchgang. Am Ende zählt, wer auf der Zielgeraden hier noch die meisten Körner hat. Guter Treffer wieder von Dalista. Vielleicht spart sich hier Hübsch auch einfach die Energie für die letzten zwei Minuten. Das wäre gar nicht so verkehrt, aber jetzt langsam muss sie dann mal kommen. Dalista probiert viel, aber so richtig viel Wirkung war bislang auch bei ihren Schlägen nicht zu verzeichnen. Für Dalista ist das hier das Profidebüt. Sie hat drei Kämpfe bestritten als Amateurin, alle gewonnen. Zwei davon in diesem Jahr, im April und im Juni. Heute soll der erste Profisieg her. Dalista bereitet die Linke vor. Sie hat da sehr viel Vertrauen in ihre Schlagkraft mit der linken Hand. Da ist der Takedown. Dalista jetzt in Top-Position. Halfguard. Gut getimt von der Frankfurterin. Den Kick abgefangen. Hübsch zu Boden gestoßen. Und ein paar Treffer gelandet, wieder aufgestanden. Alles richtig gemacht, bevor es da unten gefährlich wurde. Wieder raus aus der Gefahrenzone und die Punkte mitgenommen. Technisch auch sehr sauber gelöst hier von beiden Athletinnen. Also letzte Minute läuft in einem knappen Kampf. Und es kann durchaus sein, dass hier jede Aktion kampfentscheidend sein kann. Also jede Aktion, die die Punktrichter hier überzeugt, dass diese Runde gewonnen wurde von der einen oder anderen Athletin, kann hier den Ausschlag geben. Dalista eben mit einer guten Kombination, mit guten Wirkungstreffer dabei. Halbe Minute noch. Es ist eine enge Kiste, es ist ein Kampf auf Messerschneide. Wir sehen eine lächelnde, eine grinsende Anna Isabella Hübsch, die sich hier vermutlich in Front glaubt. Sie hat auch gute Treffer. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster zu sagen, sie hat wahrscheinlich mehr gute Treffer gehabt als Katharina Dalista. Aber wird das reichen? Haben das die Punktrichter auch so gesehen? Jetzt ist der Kampf vorbei. Und jetzt liegt es nicht mehr in ihren Händen. Respektvolle Umarmung beider Kämpferinnen. Das Publikum freut. Wir haben einen tollen Kampf gesehen. Zweier tolle Athletinnen, denen durchaus die Zukunft gehören könnte im deutschen Frauen-MMA. Ja, wir sehen hier noch mal ein paar der Szenen, die Geraden versucht. Und da ist einfach Dalista einmal reingegangen und hat die Linke drüber gehauen. Und immer dann, wenn Anna Isabella Hübsch nach vorne gegangen ist, weitergemacht hat, dann hat sie auch gut getroffen. Hier dieser Takedown kurz vor Schluss oder in der Schlussphase dieser letzten Runde. Da waren diese langen Hände. Also, wie gesagt, mehr gute Treffer auf Seiten von Hübsch, denke ich. Ich habe nicht 1-1 mitgezählt. Aber das alleine sagt noch nichts aus. Wir sind mal gespannt. Ja, es werden eben nicht nur Treffer gewertet, sondern auch ringerische Elemente werden gewertet. Es wird Käfigkontrolle gewertet. Also, wer
drückt nach vorn, wer schneidet Wege ab, es wird Aggressivität gewertet, also wer ist im Vorwärtsgang, wer im Rückwärtsgang, gibt da eine ganze Menge Wertungskriterien. Lassen wir uns mal überraschen, was das Punktgericht hier entschieden hat. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil des Kampfgerichts. Wir haben ein einstimmiges Punkterichterurteil. We have a unanimous decision. Winner, Anna Isabella Hühn! Also, wir haben eine Gewinnerin. Und da darf sich keine der beiden Kontrahentinnen beschweren, wenn man es in den Händen der Punktrichter belässt. Wir sprechen jetzt einmal mit der Siegerin. Mein Kollege Marc Bergmann ist im Cage und versucht sie einzufangen. Also da wird mir das Shirt mit den Sponsoren übergezogen. So viel Zeit muss sein. Großen Applaus erstmal für Anna Isabella Hübsch, die hier einen tollen Sieg eingefahren hat. Herr Anna, zunächst mal, jeder hat eigentlich erwartet, dass du hier so schnell es geht den Bodenkampf suchen wirst. Du bist ja bekannt als eine hervorragende Bodenkämpferin, hast deine beiden Profikämpfe durch Armhebel gewonnen. Jetzt hast du hier eine hervorragende Leistung im Stand gezeigt. War das vorher so beabsichtigt? Also, als allererstes habe ich zu danken, und zwar meinem Coach Francesco Fonte. Vor nicht mal 6 Monaten hatten wir nicht mal ein Gym und jetzt so eine Performance. Mit dem hat keiner gerechnet und erstmal vielen, vielen Dank dafür. Saman hat übertrieben mit mir am Stand gearbeitet, vielen Dank dafür. Die ganze Familie, meine Freunde, Get Up, mein Sponsor. Ich kann mich nicht genug bei euch bedanken und ich liebe euch alle. Und dieser Fight ist auch für meinen Großvater, der vor 4 Wochen gestorben ist. Und ich habe ihm versprochen, dass ich diesen Sieg mit nach Hause nehme. So, that's for you, Grandpa. Also ich denke mal, der Großvater, der wird sehr, sehr stolz sein, da oben zuschauen. Du hast eine hervorragende erste Runde hingelegt, eine sehr, sehr dominante erste Runde. In der zweiten, dritten hast du sie dann wieder ein bisschen mehr kommen lassen. Sind die Fälle fast schon ein bisschen davon geschwommen? Hast du am Ende noch mal gezittert, dass es vielleicht eng werden könnte? Naja, ich habe schon gemerkt, dass die erste Runde hätte ein K.O. sein können. Dennis, die nächsten 500 Euro sind auf jeden Fall mir für den K.O. Heute war es leider nur eine Performance, aber ich wollte nichts überpacen. Ich wollte zeigen, dass ich auch im Stand was kann. Damit hat keiner gerechnet. Tippett, wie ich gestern gesagt habe, ich glaube, ihr habt eine Menge Geld verloren. Ansonsten vielen Dank. Alles klar. Dann glaube ich, wir werden in Zukunft noch einiges von dir sehen. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Großen Applaus nochmal für Anna Isabella Hübsch.